Unterhaltung ist halt einfach wichtiger, als für die anzuhalten. Die sind zeitweise sind die langsam, ja. Kann man gar nicht glauben, Alter. Das sind auf jeden Fall ein paar Schritte gegangen, ja. Ich hab schon gehört, dass sie gerade da drin fahren, ne? Also, überwiegend merkst du es halt nicht. Hört ihr eigentlich die Kira-Musik? Was ist los? Also, ich bin gerade auf die Sonne, Alter, und fahr damit los. Einmal mit dem unterwegs, ich hab so Flashbacks bekommen, Digga. Sag dieses Auto, ihr wisst überhaupt gar nicht, was es für eine Geschichte hat, Junge. Das ist so geisteskrank. Sind wieder irgendwelche ganz speziellen Einheiten, Digga. Irgendein State-Auto und irgendein Undercover-Auto. Schau mal, da war so ein Berg ganz schön. Hier an den Strand? Ja, ich hab keine Kraft, weil alles gut. Ich versuch, um den Strand zu kommen. Ich empfehle ihnen direkt die Hände über den Kopf zu nehmen. Das geht sonst nicht gut für sie aus. Keine Gefahr, Officer.
Wir haben sie, ist unten am Strand. Gut, haben sie zu viel. Ich werde ihn trotzdem erstmal zu meiner Sicherheit Handfesseln anlegen. Ist gesichert. Hast du sie? Ja. Ja. Junge, benutzt eure scheiß Handfesseln, um zu antworten, ihr Idioten. Ja. Ist das noch hochgelaufen? Zu steil, wäre gut, wenn sie abmachen. Ich lasse die Hände so weit. Haben sie irgendwas Illegales bei sich? Oder was sie nicht besitzen dürfen? Oder was sie nicht verletzen können? Gut, nehme ich ihnen die erstmal vorläufig ab. Die bekommen sie dann wieder, insofern sie den Waffenschein besitzen. Ja? Haben wir nie gebraucht? Ach so! Ich dachte, dass wir die gerade benutzen. Nein, wir brauchen gerade keinen. Oh nein, der Arme. Kannst du da unten auch antworten oder kannst du nicht reden? Geschrien. Eigentlich hätte ich gehört, dass es lauter ging nicht. Hast du gesehen, wie das funktioniert? So funktioniert mit Nagelbänder. So. Dann legen wir jetzt erstmal wieder Handschellen an. Wir sind die geflogen. Aua. Gut. Und dann können sie einmal. Ich bin im Wasser gelandet. Ich glaube, sonst hätten wir das nicht überlebt, bin ich ehrlich. Ja, gut, es war auch mehr wild, ihnen hinterher zu fahren als irgendwas anderes. Das hab ich gemerkt. Da drüben links zum Auto, bitte. Ich bin dann extra langsamer gefahren. Mach ich. Ja. Nee, in dem Auto nicht. Zu dem Auto. Zum, dahinter, in dem State-Auto. Oh. Ich kehre noch den Dreck von der Straße, das bin ich nicht weg. Nur eine Frage zum Verständnis, sind Sie mit dem Auto runtergeflogen oder sind Sie mit dem Auto hier noch weitergefahren? Nee, runtergeflogen mit dem Auto. Okay, ich hatte keine Kontrolle mehr, ich war einfach mit Vollschub und ja, konnte nicht mehr lenken. Ja, Sie sollten noch kein Auto fahren. So, kannst du herkommen, hab du für dich. Durch das Nagelband bin ich halt weggebrochen, ne? Und dadurch sind wir über die Kurve... Oh, ja, siehst du das da hinten? Nicht nur deswegen. Siehst du das? Irgendwas stimmt ganz gewaltig nicht. Ich glaube, du siehst das, ne? Ist das Auto, oder? Nee, wir schon machen das hier vor Ort. Ich brauche nur einmal. Wo haben Sie Ihren Ausweis? Da kommt der Kollege, der. Da kommt jetzt der Kollege, der Sie abhandeln wird. Der kurz stehen bleibt, hoffe ich. So. Wir hätten das hübsche Gefährt gefahren. Ist ja gut. Ach, schon gut gesessen, ja. Hey, ich hab gedacht, ich sterbe. Ich hab schon gesagt, es ist eigentlich gut, dass wir im Wasser gelandet sind. Ja. Ich platze solche Pfeile irgendwo hin. Sonst hätten wir das nicht überlebt. Sag ich dir, das ist auch schön, dass wir das verkacken. Kann man nochmal genießen im Handschellen. Ich hätte sie lange nicht gehabt. Ich hab's ein bisschen verdient. Ja, ja, ja. Hey. Keine 5 Minuten mit dir und ich geh einfach gesehen. Ich mach einfach sie. Gut. Eine reine Katastrophe, ich mein's wirklich ernst. Und ich bin gefahren, um Ihre Frage zu beantworten. Okay, ja, gut. Was
ziemlich wild. Sag schon, ich glaube, ich habe einen Goldfisch verschluckt, Alter, ich weiß auch nicht. Aber wir sind ja eine ganze Weile in der Stadt Tetesia gefahren. Die höchste Überschreitung, die wir bei ihnen messen konnten, waren plus 54 mph in der Stadt quasi. Da sind sie mit 109 unterwegs gewesen. Sprich, das wäre da schon mal allein ein Bußgeld von 500 US-Dollar pro überschrittene 10 mph. 500 US-Dollar. Genau, dann würde noch die Entziehung dazukommen. Und das wär's. Dann könnten Sie mir einmal sagen, was Sie den Ausweis haben. Wo ich die eintragen kann? Wir machen doch gerade erst. Beruhig dich doch mal. Ja, alles okay, dann schau schon mal ganz kurz nach. So. Ich nehme direkt kurz den Führerschein. Fertig machen. Waren Sie freiwillig in einem Fahrzeug? Ja. Wahrscheinlich ja. Das wurde schon lange nicht mehr gefragt, das war cool. Gut, was hatten Sie dabei? Wer ich jetzt? Also nein, die zweite. Was hattest du denn dabei, was Sie gefunden haben? Kokain und eine Bretter. Ja. Das ist mein Kokain. Das meint. Es geht ja um das Kokain. Das ist mein. Aber ne, da müssen wir eine große Akte machen für. So, das ist die Akte 16. Könnten Sie mir die Handschellen abnehmen, damit ich was essen kann? Weil Magen nur ein bisschen. Ja, dann müsste sie sich einmal zu mir drehen mit dem Rücken. Du rüst dich schon mal auf. Ihre Rechte sind Ihnen bekannt. Rein. Ja, aber ich bin auch dafür, dass wir noch von dem Arzt versorgt werden. Das war nämlich ein ganz schöner Sprung, den wir da hatten. Ja. Das ist eingetragen. So, das wären 650 US-Dollar bei Ihnen. Ja. Muss mal ganz kurz schauen, ob noch was strafrechtliches Relevantes vor Strafen stehen. Nein. Also gar nichts mehr darin steht. Genau. Wenn bei ihr noch eine Geldstrafe mit drauf kommen, bezahle ich auch. Komm.
Chatty. Ja, sie bezahlt. Ich hab keinen Würfel mehr. Wieso? Ja, sie bezahlt, wie gesagt. Ich bezahl das. Mr. Schweizer. So, dann stelle ich Ihnen schon mal die Rechnung aus. Mhm. Ihre Strafe. Und ja, ich weiß nicht, ob der Kollege jetzt das andere macht. Das können Sie schon mal gerne machen. Haben wir kein Auto mehr? Ja, deswegen ja. Mediziner. Die können uns ja mitziehen, die müssen uns eh einmal. Wie ist das? So, jetzt Yalla, Bibi. Wie gesagt, Marco, wenn du los musst, so sag, was noch gemacht werden muss, dann mache ich den Rest. Alles klar, dann mach das kurz, dann müssen wir da. Bitte schön. Was muss noch gemacht werden, Rocket? Schau mal. Eichel von ihm, er ist wunderschön. Ja. Okay, alles klar. Und ihr GD noch. Bei der Great Ocean Highway Route 1, hinter den Klamotten da. Zwei Personen nach Verkehrsunfall und reichlich Wasser geschluckt, beide. Klamotten an Schumarsch. GD informieren für was? Die Drogen. Achso. Aber das ist, kann ich nicht. Die Pong ist von der Benachrichtigung oder was? Aber beim Tattoo-Laden da. Das ist eklig. Genau, nach dem Tattoo-Laden einfach die Straße gerade noch hoch, den Highway, die Route 1. Sie sehen uns dann schon, steht auch in der Polizei. Kann ich hier noch eben die 23 ausstellen, Frau Amato? Oder? Ja, mach. Zwei wurden verletzt. Zwei Personen. Alles easy. Ja, ich schick dir mal vorbei. Danke. Schick mal. Ja. Bitteschön. Bitteschön. Okay, dann kriegen wir ihre Bretter wieder. Na klar. Bitteschön. Ist geil. Okay, super. Tschüss. Hau du rein. Das war ein Mordversuch. Hätte ich das gemacht, wäre ich wieder für alles in den Knast gekommen. Ja, Salam, Alter. Warum denn auch gleich wieder Fischer und Ali, Digga? Ja, doch klar. Es muss ja jemand sein, der dieses Auto fährt, Digga. Ehrlich. Ja, so sein. Dann auch noch mit Beanbags in der Hand, Digga. Was denkst du, wer ich bin? Warum hast du das Koks nicht genommen, Mann? Digga. Alter. Wär ich jetzt Koks genommen, wäre in dem Wasser gelandet, Digga. Du hättest gar nicht. Ich bin noch zwei, dreimal runtergetaucht, weil ich dachte, du bist noch im Auto gefangen. Ey, deswegen hab ich so viel Wasser geschluckt, sonst wäre ich gleich weggetaucht und hätten uns noch verpisst irgendwo. Aber ich hab's nicht gemacht, Digga. Ich hab das, im nächsten Moment, ich hab das Fenster kaputt gemacht und bin raus. Ja, und dann musste ich an Panik geschoben, Digga. Ich war unter Wasser und wusste nicht, ob ich wegschwimmen soll oder ob ich mich erkäse. Ich wollte auch nur noch raus aus dem Wasser nachher, nachdem ich noch drei, vier Mal nach dir getaucht hab, hatte ich keine Kraft mehr. Hab ich gesehen und dann wollte ich zu dir und hab gesehen, dass dieser Statler hinter dir ist, Digga. Und dann hab ich umgedreht. Ich hätte auch keine Kraft mehr gehabt, an Land noch kurz zu laufen, weil wirklich nee, nicht so viel Wasser. Deswegen stand ich auch irgendwann da und die kamen mir alle hinterher, Alter. Ich sag, ey, ich steh hier nur. Ja. Fragen aber auch nicht, ob es einem gut geht nach so einem Flug, Digga. Na, nehmen Sie mal die Hände nach rum, bitte such sie erstmal, ja, Digga, du Hurensohn. Ey, ich hab mich auch erstmal hingelegt, Digga, mach mal. Hab ich nicht mitgemacht. Der hat auch gesagt, wenn Sie nicht die Hände direkt hochnehmen, dann schieße ich. Habe ich nicht gemacht, habe mich einfach hingelegt, ich konnte nicht mehr. Ich habe ihm beim Schwimmen schon zugebrüllt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Digga, dann werde ich da bestimmt nicht direkt die Arme hochnehmen. Ich habe ihm zugebrüllt, ich bin keine Gefahr. Lass es mich kurz liegen, ich brauche Luft. Alter, schon wieder. Und Fischer nur, oh, die sind so schön geflogen. Kleiner Bastard. Krieg ich wieder Bock reinzuschießen. Schon ein bisschen lange her, dass der lag. Schnell mit den Nagelbändern, Digga. Was für ein Auto hatten die bitte? Ich hab noch nie in meinem Leben das Auto gesehen. Keine Ahnung. Das hab ich nicht drauf geachtet. Ich war damit beschäftigt, nach vorne zu fliegen. Ich
hab echt für eine Sekunde gedacht, wir fliegen erst gegen die Leitplanke aus dem Fenster und dann ins Wasser, Digga. Du, ich hab keine Kontrolle mehr, ne? Ich kann froh sein, dass wir da irgendwie zwischendurch gefahren sind. Ich hab, deswegen sag ich ja, ich hab uns durch die Windschutzscheibe fliegen sehen. Ja, safe, ich war auch nicht angeschnallt. Das war ganz gut, konnten rausschwimmen. Oh Gott, das war aber ein Aufprall. Ich sag dir, es dreht sich gerade mal alles ein bisschen. Aber Hauptsache wieder erstmal. Sehen Sie die Ende? Ja, halb verrecken so. Hauptsache das bin gefahren. Nix, 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 nix. Was geht da? Ich krabbel einfach so nach Hause, Alter. Ist doch ehrlich. Ich hab schon überlegt, ob ich nach Kaio schwimme, aber das ist ganz anderes Ende. Weißt du, wie du dich leveln sollst? Muss ich mit nassen Klamotten erstmal am Sand wälzen, damit du einfach paniert bist. Oh ja, Schnitzel. Rolle. Hab ich gesehen, die haben auch. Im Moment habe ich wirklich auch im Wasser gedacht, ich werde vom Hai gefressen, Digga. Ich war so überfordert mit meinen eigenen Gedanken. Ich wusste. Ich glaube, ich bin einfach eine Weile lang im Kreis geschwommen, wusste ich wohin. Weißt du, was wir machen? Ich hab. Klappfliege dabei. Opfer. Noch schnell aus dem Täschchen gezogen. Ich bin so doof, uns hier zu finden. Ich glaube, die haben nicht von wen losgeschickt. Er hat gesagt, er schickt wen los. Ja, wir sehen, was wir heulen. Nein, hier, nicht da runter. Warte einfach, ich lass sie uns zu, die finden uns schon. Leitstelle von ihm, er ist wunderschön. Guck mal, dein RTW ist falsch, er muss noch ein Stück weiter die Straße fahren. Alles gut bei euch? Ja, warte, ich schreibe kurz seine Nummer auf. Die Cops wollten uns umbringen. Achso, da müssen sie fahren. Okay. Kann man euch irgendwie helfen? Ja, die Cops wollten uns umbringen. Der RTW, der da vorne so ziellos durch die Gegend fährt, der sucht uns. Wir können uns nicht so aufmerksam machen. Also, seid ihr irgendwo am Strand oder? Nee, nicht am Strand. Ist er gerade auf? Die Straße weiter hoch in der Parkbucht. In der Parkbucht ist er dabei. Ein Autofahrer kommt ihm gerade mal entgegen. Jetzt. Sie her. Dankeschön. Ja, kein Problem. Der ist cute! Darf ich den behalten? Ach, ist er lost. So lost. Einfach so lost, der Typ. Hallo? Hä? Wie lost der RTW ist einfach. Der lohnt ihn schon her. Der lohnt ihn her. Der kann das schon. Der macht das schon. Jetzt hat er. Ja,
gerade überlegt, warum sind die pink? Oh! Alter! Ein pinkes Auto! Oh! Boah, bin ich verblüfft. Grüße. Eine Ortsaufgabe war aber auch dezent. Weiß ich nicht, verwirrend. Also ich habe dem Kollegen das gesagt, einfach nördlich weiter hochfahren, die Straße nach Schumarsch. Da ist eigentlich nicht viel dran. Ja, keine Ahnung. Wir haben was ganz anderes mitgeteilt bekommen. So, wer hat jetzt was? Wir wurden durch Nagelbänder aus dem Leben gepittet, da hinten über die Kurve mit dem Komoda ins Wasser. Wir haben reichlich Wasser geschluckt und ja, Brustkorb ist beim Aufprall gegen das Lenkrad. Okay, dann guckst du sie mal an, ich guck sie mal an. Jo. Die und sie. Ich hab eine Frage, seit wann ist euer Krankenwagen pink? Oh, ich bin verliebt. Wann stehst du so auf pink? Ich blute ein bisschen am Kopf und am rechten Unterarm, da ein bisschen mehr. Ja, ich hab ja auch schon immer was ab. Ja, ich muss bestimmt ein bisschen an der Scheibe auslassen, damit ich nicht ertränke. Ich hab noch nicht geguckt. Rechts. Rechter Unterarm. Dafür wieder Mordanklage bekommen, hätte ich das bei den Cops gemacht. Das war ja geisteskrank. Bin ein bisschen schlecht, aber ich weiß nicht, ob das durch Panik, durch Angst oder durch irgendwas anderes ist. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie was am Köpfchen ist. Ich nehme mal meine Mütze ab. Ein bisschen was? Du fühlst, ja. Also ich dachte, ich habe einen Goldfisch verschluckt. Nee, nur gegen Aspirin, glaube ich. Nur eine kleine Beule hast du am Kopf. Ja, Lobby, du musst dir das ausmalen, wenn du Höhenangst hast, so einen Berg runter zu fliegen. Ich hab noch nie mehr mit dem so geschrien. Ja, es tut mir leid.